Wir fahren mit Kellen und Kops an. Die Version 1 ist draußen. Am 15.10.2020. Ist es soweit, die EA ist verlassen. Und es wird durchgestartet. Und wir starten durch mit dem Tutorial. Eine 50 am Stück. 8 Kategorien müssen wir abschließen. Und davon lernen wir einige Sachen dann kennen. Das Ganze wird begleitet von einem Verlag, der Landwirtschafts. Unter Lupe genommen hat und so weiter, alles immer tief, detailreich und so weiter erklärt. Wir sind gespannt, wie weit wir da mitkommen und uns das alles merken können, was da so passiert. Heißt, wir fangen an. Die einstiegende Bedienung, Ausland, ne? Ich glaube, wir machen. Was ist denn das? Wir fangen mal hier an. Wir fangen ganz, ganz, ganz unten an, würde ich sagen. Einstieg und Bedienung. Und darauf ich noch gespannt bin, das habe ich noch nicht getestet, wie lange es die Ladebildschirm wieder ist. Läuft es flüssig? Ich weiß noch nicht, ich habe gerade erst gestartet, also ich hoffe. Ich habe gerade erst das erste Tutorial gestartet, Einstieg und Bedienung. Wir werden sehen. Ich bin echt gespannt. Also bis jetzt, also der Ladebildschirm ist auf jeden Fall flüssig. So kann ich sagen. Ich habe da relativ gute FPS zwischen. Damit immer 45 und 60, also Ladebildschirm. Das ist halt gerade ein schönes Bildchen, aber bin da echt gespannt. Karte wird geladen. Oh, ja gut, das geht aber. Ist nicht, dauert jetzt nicht 2 Stunden. Angemessen, denke ich. Das, was man dann, danach lädt, ja auch nicht mehr nach, also man darf auch schon mal anfangen, ein bisschen laden. Ja. Warten wir noch ab. Karte wird geladen. Oh, wir hören Musik. Also, Vogel und so. Oh, jetzt geht los. Das ruckelt aber ganz schön. Ich muss doch die Einstellung ein bisschen runter machen, oder? Ja? Das sind doch die Einstellungen ein bisschen runter. Also, ich weiß nicht, wie hoch er es eingestellt hat. Ich habe den Einstellungen nichts geändert, aber, oder? Ja, jetzt geht's. Bisschen, oder? So. Ganz schnell bewegt, habe ich gefühlt. So, Mini, egal. Wir werden damit leben. Willkommen im ersten Tutorial. Starte mit den absoluten Grundlagen und lerne, wie du dich bewegst, wie du die Benutzeroberfläche bedienst, kannst und mit der Umwelt interagierst. Eine erste wichtige Info gleich am Anfang. Du kannst dieses Fenster entweder mit der Maus schließen, indem du Maus sogar. Was? Mit der Maus schließen, indem du den Mauszeiger mit STRG links aktivierst, was? Achso. Ah, okay. Oder per Tastatur, indem du Escape drückst. Okay. Ich gehe vorwärts. Das kriegen wir hin. Gehe rückwärts. Kriegen wir hin. Links, rechts. Oh, mein Gott, sind wir gut. Ist alles auf High, ja. Ich denke auch, das ist so hoch wahrscheinlich. Ja, man muss ja nicht auf High-End hier spielen. Auto muss man dann runter, muss man dann selbst einstellen nochmal. Aber jetzt machen wir eh nur hier Tutorial, Steuerung, Bedienung. Ich glaube, das kriegen wir gerade noch so hin, dass uns jetzt Tutorial ruckelt. Aktiviere die Kursor-Steuerung. Entweder links haben wir gerade gelernt. Mit aktivierten Maussteuerung kannst du auch das Button X oben rechts. Oh, ne, wir wollen ja weiter, wir wollen ja weitermachen. Ne? Gehe zu Weide. Weide? Da. Die Frage. Ah, ne. Oh, guckt euch das mal an. Hallo? Ja, gut, man kann. Kann nicht gucken, aber der sieht doch nicht so schlecht aus. Also. Ja, ist so leicht betrunken, wenn man die Maus so bewegt, aber okay. Erste Kameraperspektive. Ja, das haben wir gerade gemacht. Locke die. Oh Gott, Nein, wir gucken erstmal, ob das stabil ist. Ist irgendwie, ist wir laufen einfach rumherum. Lass die Tür zu. Nein, ich will ihn nicht anloggen. Ja. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sind wir tot. Jetzt komm.
Reiß den Zaun ein und dann war's. Hallo? Okay. Zwei Taschenlampe, einmal mit F. Ui, wir haben eine Taschenlampe. Rätselfeld 14. Brauche ich die Taschenlampe dafür, oder wie? Oh Gott. Was haben wir hier? Aktiviere das Feldinfo-Fenster mit Alt. Kann ich jetzt schon nicht mehr alles merken. Halte die angezeigte Taste gedrückt, um das Feldinfo-Fenster zu sehen. Das dir bei Gras und das Volumen und die Feuchtigkeit der Schwarthaufen anzeigt. Die wird später nochmal interessant, wenn es darum geht, Gras zu trocknen. Oh Gott. Bestätige mit weiter, wenn du fertig bist. Ah ne, SDRG, genau. SDRG war das. Für Maus aktivieren. Das waren die Grundlagen zur Steuerung. Ah, okay, gut. 01, ich würde sagen, die Folge machen wir aber noch weiter. Wir haben nur 6 Minuten dieser Folge. Das ist der nächste. Also, nächstes Tutorial Maschinensteuerung. Ja, das kriegen wir hin. Ich denke, Bedienen und Steuerung werden wir in einer Folge machen, weil ich glaube, das kriegen wir schnell abgehandelt hier. Hoffe ich einfach mal. Weiß ja nicht, was hier noch alles kommt, was sie sich so überlegt haben. Wofür man aber den Bullen anlocken kann, ist mir noch nicht ganz. Oh. Komm her, Phoebe. Oh, mit Phoebe können wir nicht machen, oder? Phoebe an. Ja. Phoebe möchte nicht. Okay. Dann steigen wir ein. Was bringen wir mit der angezeigten Taste in den nächsten? Das nächste Tab-Fahrzeug. Soll der Fahrzeug mal nicht in der Nähe sein, kannst du, hast du die Möglichkeit, mit der oben angezeigten Taste durch dein Fahrzeug zu springen. Achso. Er durfte davon noch kein. Oh, eins. Okay, ich muss doch die Grafik ein bisschen runterstellen. Er muss halt immer nachladen. Ist jetzt nicht, dass es extrem hakt, deswegen, aber halt immer. Wenn man vorher einmal durchgeschaltet hat und so, wird es auch schon nicht besser werden, aber. Deaktivierte Handbremse, der Taste. Okay. Haben wir. Lenker nach links, Lenker nach rechts, auf W und zurück. Fahrerlicht. F. Habe ich. Nach der Straße. Okay. Was mir an den Killer Kropf halt echt gefällt, dass es halt viel heller ist und viel freudiger von der Farben, also Gestalt ist als LS19 oder 21 und die ganzen LS rein. Ich finde das irgendwie farbenfreundlicher und so. Und natürlich eine rein subjektive Sache, ob man jetzt so das mehr so klar hell wie hier ein bisschen mag. Dann kommt der Fall immer so ein bisschen vor wie in Richtung Comic oder so. Ja. Ja, das ist auch mehr der Comic-Style für mich und LS19 ist mehr so zwar solide Grafik, aber dann am Ende auch nichts Großes und nichts Ganzes irgendwie. Da ist schon ein Silos, okay. Gehen wir hin. Na gut, hier können wir noch nicht so viel machen, weil jetzt natürlich. Wir sind jetzt hier noch im Ding. Im Tutorial. Alles offen. Aber wir können jetzt mit den Türen öffnen. Das ist halt schon cool. Solche Geschichten. Das ist halt. Wäre natürlich cool, wenn wir auch die Schaltfläche noch benutzen könnten und so weiter, aber gut. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Auf Tablet können wir leider auch nicht benutzen. Ich meine aber gesehen zu haben, dass dann hier Informationen stehen können. Bin aber nicht so sicher. Ich wollte irgendwas Falsches sagen. Lass mal uns überraschen, was denn noch so kommt.
So, was soll man machen? Hänge den Kökerling-Rebell an. Was auch immer ein Kökerling-Rebell ist, anscheinend ein. Das ist eine Ratenflugmaschine, oder? Ne, Grubber ist das. Ist es ein Grubber? Ich bin rückwärts fahren. So. Sache für sich. So. Dunkel aus, steigen hier einmal aus. Und wir könnten das theoretisch auch so machen, oder? Genau. Theoretisch können wir den auch so anhängen. Ich weiß noch nicht, wie es genau funktioniert. Ich weiß aber, dass es geht. Das kann ich garantieren. Aber wir sind noch nicht ganz dran, oder? Kann das sein? Oder sind wir zu weit? Oder zu. Oder? Ja. Wenn ich das Ding oben oder unten sein muss, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall in dem Bereich sein. Ist ja lustig. Also ich weiß, dass man auch so ankoppeln kann, aber vor allem im Tutorial ist er gerade irgendwie, weiß ich nicht. Er möchte gerade nicht. Auch da unten. Ja, ankoppeln. Was man in Kindern sagen muss, man kann nur von einer Seite einsteigen. Ich habe keine Ahnung, warum man hier eine Tür eingebaut hat, wenn man eh nur von der Seite einsteigen kann. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich noch nicht hintergestiegen, warum das also ist. Aber was man mir zeigen kann, kann ich hier die Tür auch machen. Theoretisch können wir doch hier von hier aus auf den Sitz, oder? Oder geht das nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja, kann man nicht. Das ist natürlich schade. Wenn man schon die Tür aufmachen kann, würde ich ja gerne natürlich auch. Aber egal. Können wir nur mit E einsteigen. Da haben sie ein bisschen an Realismus dann gespart. Aber egal. Soll uns nicht weiter stören. Ist halt nicht süßer Ding. Gut, wir haben jetzt die Störung kennengelernt, darum machen wir jetzt gerade nur hier die Trockenübung. Genau, dann haben wir das Tutorial abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und genau, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo und Follower, wie ihr möchtet. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.